meine Lieben, ja, heute gibt es mal wieder eine Suppe bei uns und zwar mit Lauch, Karotten, Kartoffeln und ich gebe dann noch ein bisschen Deprezine mit dazu. Geht wieder ruckzuck und schmeckt einfach, ja, bei dem Wetter, also uns zumindest, wir könnten jeden Tag Suppeneintöpfe, Aufläufe essen bei dem Wetter. Ja, und ich lasse jetzt die Kamera mitlaufen, damit ihr seht, wie ich ganz ruckzuck wirklich eine ganz schnelle Kartoffellauchsuppe mache. Als allererstes habe ich mir jetzt schon Kartoffeln, und zwar 300 Gramm Kartoffeln geschält und einfach in so gröbere Stücke geschnitten. Dann habe ich mir Lauch, den habe ich jetzt auch abgewogen. Das waren jetzt 200 Gramm, auch gut gewaschen und auch einfach in so größere Stücke geschnitten. Dann habe ich eine Karotte in Stücke geschnitten und ein bisschen Petersilie und ein bisschen Schnittlauch. Das Ganze kommt jetzt in den Mixtopf, dann wird das zerkleinert als erstes Mal. So, und das Ganze zerkleinern wir uns jetzt mal 6 Sekunden auf der Stufe 6. Wir schieben alles mit dem Spatel nach unten und geben jetzt etwas Butter dazu, 30 Gramm, denn das wird jetzt schön angedünstet. Und zwar machen wir das 3 Minuten, ja. 3 Minuten auf Varoma, Stufe 1. Und dann kommt das Wasser dazu, mein Alleswürzer, ein bisschen Salz, Pfeffer, ja. So, Gemüse ist angedünstet. Jetzt kommt die Flüssigkeit dazu. Oh, perfekt. Und zwar brauchen wir jetzt 750 Gramm Wasser. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Ihr wisst ja, abschmecken tun wir dann am Schluss nochmal. Natürlich meinen Alleswürzer. Einen guten Esslöffel davon, also gehäuften. So, dann kommt wieder der Deckel darauf. Und jetzt kochen wir das Ganze 20 Minuten. Und dann kommt noch ein bisschen Sahne dazu. Dann gucken wir mal, ob wir sie pürieren. Manchmal püriere ich sie, manchmal lasse ich sie stückig. Das entscheide ich dann eben nachher, ob ich nochmal nach oben drehe, damit es kleiner wird, oder ich glaube, ich lasse es heute mal so ein bisschen gröber. Ach, das entscheide ich nachher. Dann kommen noch Würstchen dazu, Sahne dazu und abschmecken, fertig. Also, jetzt machen wir mal 20 Minuten auf 100 Grad. Linkslauf aktiviere ich jetzt nicht, das lasse ich. Das darf jetzt ruhig ein bisschen noch kleiner werden und mache jetzt die Stufe 1. So, die Suppe ist fertig oder fast fertig und jetzt gucke ich mal, beziehungsweise jetzt entscheide ich, ob ich, jetzt schaut mal her, jetzt stecke ich meinen Deckel hier in den Deckelhalter rein und ihr seht schon, wenn jetzt hier was runter tropft, tropft es wirklich ganz toll in den Mixtopf rein und nicht daneben und ich brauche jetzt meinen Deckel nicht mehr irgendwo hinlegen und alles wird voll, also ich finde den Deckelhalter einfach nur mega. Gibt es seit kurzem auch in meinem Shop. Ich finde ihn einfach genial. Jetzt gucke ich mal rein. Ob ich die heute... Nein, ich püriere sie nicht. Ich lasse so, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich lasse so. Ich gebe jetzt auf jeden Fall noch Sahne dazu. Müsst ihr nicht, könnt ihr. Ich möchte sie aber ein bisschen cremiger. Sahne oder Milch. Ich gebe jetzt Sahne dazu. Und zwar ja, ein halbes Paket. Circa 100 Gramm. Und das vermische ich jetzt einfach noch 5 Sekunden auf der Stufe 3. Und dann kann ich sie schon umfüllen, meine Suppe. Und dann gebe ich noch Würstchen dazu, abschmecken und fertig. Also wie gesagt, wenn ihr die noch pürieren wollt, dann macht ihr das jetzt einfach mit der Sahne, dass er einfach ansteigend püriert, von 1 anfangen bis zur Stufe 10. Und dann ist sie richtig schön fein, aber ich möchte sie heute
so haben. Ja, jetzt fülle ich sie gleich mal um in einen Topf. Herrlich, herrlich, herrlich. Dass ihr sehen könnt, ups, wie sie aussieht. Richtig schön cremig jetzt mit der Sahne und die Farbe ist toll. Könnt ihr das so sehen? Ich spritze hier immer umeinander. Katastrophe. Spatel. Mal alles auskratzen hier, die Reste. Gut. Jetzt gebe ich gleich die Würstchen dazu. Ich habe jetzt heute Debreziner, 4 Stück. Habe ich auch jetzt nicht in der Pfanne angebraten, sondern einfach nur gekauft und dann in Scheiben geschnitten. So, richtig schönes Gemüsesüppchen. Dann probiere ich. Also ich denke, ich brauche auf jeden Fall alles Würzer nochmal. Nochmal Salz und Pfeffer. Und bei meinen Männern kommt natürlich noch Maggi mit hinein. Bei mir jetzt auf keinen Fall. Oh, heiß. Oh, Lauch. Lauch kommt schön durch. Salz, Pfeffer, nochmal alles Würzer und fertig. Ganz nach eurem Geschmack einfach nachwürzen. Gebe jetzt dann nochmal einen Teelöffel dazu. Rühre das einfach mit dem Löffel ein und dann ist unsere Suppe auch schon fertig. Genaue Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Ich verlinke euch auch den genialen Deckelhalter. Ich finde ihn einfach nur absolut ja, mega. Endlich mal etwas Vernünftiges für den Thermomix, wo wirklich Sinn hat. Und mich nervt es eh immer, den Deckel jedes Mal neben hinlegen. Wenn man so rumlegt, hat man die Arbeitsfläche voll. Andersrum tropft es, wenn man dann wieder hochhebt. Und so ist es wirklich eine saubere, ordentliche Sache. Ja, probieren wir nochmal. Genial. Fein. Absolut fein. Ja, meine Lieben, dann verabschiede ich mich auch schon bei euch. Sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Jetzt klingelt das Telefon. Macht es gut. Bis ganz, ganz bald. Eure Ruckzuck-Manu.